Das machen wir jetzt zum fünften Mal in 7 Jahren hier in Remscheid. Zum fünften Mal ist Remscheid immer an der Spitze dabei, im ganzen Kammerbezirk, der 10 Städte und 5 Landkreise umfasst, also den gesamten Regierungsbezirk. Und Fred Schulz war dann der Erste, der hier aus Remscheid gesagt hat, wir haben da eine tolle junge Frau, die hat Großartiges geleistet. Er hat natürlich in seiner Kreishandwerkerschaft rumgefragt und wer, wenn nicht der Lehrlingswart, musste dann sagen, wer richtig gut ist. Und diesmal hat er ins Innere geguckt, seines eigenen Betriebes, und sagte, eigentlich hätte ich da jemanden. Musste Fred Schulz natürlich gucken, stimmt das denn überhaupt? Und so hat sich das dann ergeben, dass die Wahl auf Sie gefallen ist. Und ich war deshalb so beeindruckt, weil sie so jung ist. Sie hat mit 15 Jahren eine Ausbildung begonnen. Und sie hat einfach gemacht. Sie hat an irgendetwas Freude und hat einfach gemacht. Und ich habe mir sagen lassen, Sie haben eine außergewöhnliche Gabe, Dinge vom Ende her zu denken. Sie haben hier eine Zeichnung Ihres Gesellenstückes uns gezeigt. Sie sind in der Lage, vorher in Ihrem Kopf zu sehen, wie das Ding hinterher aussieht und was Sie machen müssen, um es fertigzustellen. Und sagen wir mal, ein solches räumliches Denken, verbunden mit der Intelligenz des Kopfes, das dann in die Hände zu bringen und zu einem fertigen Werk zu machen, das ist schon was ganz, ganz Außergewöhnliches. Ich bin so stolz, dass ich Sie kennenlernen darf und sehe, dass Sie mit so viel Freude Ihren beruflichen Werdegang machen. Und deswegen möchten wir Ihnen heute die Auszeichnung der Auszubildende des Monats überreichen. Und ich sage jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Seit Beginn Ihrer Ausbildung durch einen weit überdurchschnittlichen Lernwillen, hohe Akribie, schnelle Aneignung von Fertigkeiten und eine weit über das beruflich hinausreichende Verantwortungsbereitschaft aus. Dafür wird Frau Jasmin Dohr, Auszubildende zur Tischlerin im 3. Lehrjahr bei der Schreinerei Oliver Möller in Remscheid von der Handwerkskammer Düsseldorf und der Kreishandwerkerschaft Remscheid zum Lehrling des Monats Mai 2022 ernannt und erhält diese Urkunde. Glückwunsch. Für jemanden, der im Handwerk ausgebildet ist, braucht es gutes Remscheider Werkzeug. Ist ein Satz Schraubendreher-Set von einem guten Remscheider Unternehmen. Also da ist Qualität mit verbunden. Und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Wir diskutieren das jetzt ja hoch und runter. Wie schaffen wir es, junge Leute ins Handwerk auch zu gewinnen? Nicht jeder muss studieren und nicht jeder, weil das Handwerk bietet nun auch, Sie erzählen es ja auch immer zu Recht, genügend Perspektiven auch für junge Menschen, direkt nach Schule auch in Ausbildung zu gehen. Und wir können es uns nicht erlauben, irgendeinen Menschen zu verlieren. Das Handwerk kann es sich nicht erlauben. Und wir können es uns als Stadtgesellschaft nicht erlauben, dass keiner in Ausbildung geht, dass keiner ohne einen vernünftigen Anschluss nachher der Schule ist. Und da müssen wir auch wirklich weiterhin Akzente setzen. Heute ist tatsächlich der letzte Tag für die Frau Dohr in der normalen Ausbildung. Ab Montag beginnt die Prüfungsphase. Es wird ein kleines Flurmöbel, 2 Türen, 3 Schubläden. In der Schule haben wir viel mit Holz gemacht. Mir hat direkt die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte direkt sehr viel ins Tiefere gucken. Ja. Und warum soll es jetzt noch ein anderer Beruf werden? Einfach, weil es im Moment nicht so die Materialien da sind, nicht so viele Aufträge, wird halt alles deutlich weniger und immer mehr CNC-Arbeit wird. Und ich generell auch sehr viel gerne mit Menschen mache, denen helfe. Und das zu kombinieren, funktioniert ja auch sehr gut in der Tischlerei von der Lebenshilfe. Da wollen Sie jetzt Erzieherin? Heilerziehungspflegerin erst. Und das soll es dann sein oder geht es noch weiter? Danach in die Tischlerei von denen, das beides kombinieren und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube, Sie sind ehrgeizig. Ja. Besser so als anders. Auf jeden Fall, ja. Gut, sie geht jetzt andere Wege. Vielleicht kommt sie irgendwann wieder zurück. Ne? Also diese, ich glaube schon mit 18 und dann noch eine Ausbildung zu machen. Und der Weg kann ja auch wieder zurückführen. Also. Und wäre nicht versperrt, ja.